Und damit hallo und herzlich willkommen. Wir spielen hier heute ein kleines angespielt Video von Outrider, und zwar die Demo-Version, die man ab 25.02. downloaden kann. Und zwar erinnert mich das Spiel so ein bisschen an Destiny und Division, nur mit dem Unterschied, dass Outriders kein Service-Game ist. Also das heißt, es gibt einen Anfang, ja, und ein Ende. Man kann das Spiel zu dritt spielen, also im Prinzip du und zwei andere. Man hat hier vier verschiedene Klassen, und zwar gibt es hier den Pyromant, also der Feuer beherrschen kann. Dann den Assassin, der kann wohl Zeit und Raum beeinflussen. Den Verwüster, das ist so eine Art Tankklasse mit Panzerung. Und ja, ziemlich viel Kraft wahrscheinlich. Und den Technomat, und zwar hat der Geschütze, die er aufstellen kann. So, und ich würde sagen, legen wir los. Whatever we were before, we're something new now. We were given a second life. We can't waste it. Okay, als erstes müssen wir uns erstmal einen Charakter erstellen. Es gibt jetzt einen Mann und Frau. Nehmen wir den Mann. Na, ach komm, nehmen wir mal eine Frau. So, verschiedene Köpfe. Sieht halt irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber das erste ist am besten. Hautfarbe. So leicht gebräunt wäre ganz gut, ja, hier. Und die Augenfarbe. Die Frage ist wirklich, ob man es danach überhaupt noch sieht, also ob es überhaupt auffällt, die Augenfarbe, na gut. So, Haare haben wir schon, das. Irokese, okay. Sieht aus wie ein Kerl. Ja, kurz sagen. Ja, nee, Glatze nicht. Nimm mal das hier. So, die Haarfarbe. Sieht irgendwie alles ein bisschen grau aus. Aber ich glaube, ich nehme blond. Blond mit grau. Den Namen lassen wir mal so. Okay, soweit ich es jetzt verstanden habe, sind wir jetzt schon 83 Jahre zu diesem Planeten unterwegs. Und aber so gut sieht er gar nicht aus. Wenn man da mal guckt, da sind ja überall Blitze. Das heißt, das ist schlecht Wetter. Okay, mit dem Raumschiff sind wir angekommen jetzt. So. Ja, viele Menschen können da ja nicht mitgekommen sein. Kapsel 1, hier Floris Zentrale. Freigabe für Sinkflug zur Oberfläche. Verstanden. Führe Abkopplung durch. Starte Hilfsdüsen. Okay. Zentrale, noch 20 Sekunden bis zum Eintritt. Schubdüsen starten. Drehen und bremsen. Primäre Zündung. Ist auf 30%. Drehung. Triebwerk voran. Höhe 20.000 Fuß und fallen. Sie fragen, ob wir da drin sind? Das ist eine Drohne wahrscheinlich. Signalstärke. Oder ist eine Sonde? Sehr gut, Kapsel 1. Zur Landung ansetzen. Triebwerke aus. Kapsel 1 gelandet.
Na, waren wir jetzt doch da drin? Ah, wir sind doch da drin gewesen. Okay, jetzt sah ja vom Raumschiff ziemlich klein aus. Jetzt sieht man schon, dass es ein ziemlich großer. Na, was? Nimmt man so ein Ding. Alle bereit? Absitzdrohne war, Absitz. Also ein Landeschiff. Ja, ein Landeschiff. Ja, von der Grafik geht es bis jetzt. Ist jetzt nicht überragend, aber mal schauen, wir sind ja noch gar nicht im Spiel. Mehrere Verteidigungslinien und eine Operationsbasis, und zwar binnen einer Stunde. Los! Goodman, komm her! Du weißt, was hier auf dem Spiel steht. Die Flores ist zur Hälfte demontiert. Das Triebwerk soll Energie für 500.000 Einwohner liefern. Wenn diese Outriders fündig werden, meldest du das gefälligst zuerst mir, klar? Ich soll nur für die Einhaltung der Verfahrensregeln sorgen. Das ist nicht die Erde, She-Ra. Es gibt hier keine Verfahrensregeln. Outriders, ich weiß, was ihr denkt. Wir können nicht zurück nach Hause. Und niemand weiß, was uns da draußen erwartet. Aber die ICA-Sesselfurzer genehmigen die Landung erst, wenn wir die Sonden finden. Dann an die Arbeit! Okay, jetzt scheint's loszugehen. Nicht aus, ne? Würde ich jetzt behaupten. Der Kunde, die Gegend muss mir mal die Beine vertreten. Ich gehe vor. Die Rüstung erinnert mich so ein bisschen an Entspann dich, Autor. Was ist das Spiel? Ohne dich wäre ich nicht hier. Ich läge zu Hause unter der Asche. Ja, wenn es mir einfällt, sage ich noch Bescheid. Seid wachsam und passt auf. Riech bloß mal die Luft. Meine Lungen sind gar keine Luft mehr gewöhnt. Die Crisis. Ein bisschen so eine Art wie so eine Crisis-Rüstung. An die frische Luft wirst du dich auch gewöhnen. Okay, dann gehen wir die Meinte ja. Hätte doch keiner von uns entkommen sollen. Schuldgefühle, weil du überlebt hast. Geht uns allen so. Es ist nicht nur das. Wäre der Antrieb der Caravan nicht explodiert und hätte die meisten echten Outriders getötet, stünde hier an ihrer Stelle nicht eine Gruppe von Söldnern. Ich habe dich angeheuert, weil du dich von nichts aufhalten willst. Sieht so aus, als wenn er sich da auskennt. So, und jetzt nochmal darüber mit Kreis. Gut. Komische Pflanzen hier. Hier schlagen wir das Lager auf. Outrider, signalisiere dem Hauptquartier, dass die Gegend sicher ist. Oh, was ist denn das? Okay, jetzt sollen wir die Position markieren. Mit Viereck. Mal hauen wir mal die Fahne da in den Sand. Ja, wie die Mond, der erste Mann auf dem Mond, wo die Fahne reingeknallt hat. Mondlandung, genau. Na schön, Leute. Okay, jetzt können wir uns bewegen. Wir haben einen Job zu erledigen. Kasper, Skarstedt, sichert die Umgebung. Ich will Befestigungen innerhalb einer Stunde. Schon doch noch ja, guck, ganz gut. Du überprüfst also, die Munition. Goodman, es geht, also die Fahrzeuge sind ein bisschen. Die verdammten Sonden finden. Ja. Outrider, auf ein Wort. Ein bisschen langweilig aus. Ein bisschen unecht. Hey. Egal, was hier draußen passiert, ich brauche dafür meine Spitzenkraft, falls was schief geht. Kann ich auf dich zählen? Sag schon, was anliegt, Cap. Unsere Waffen wurden seit 100 Jahren nicht abgefeuert.
Geh mal rüber zu Jakob und lass deine Ausrüstung prüfen. Sobald wir die Sonden aufspüren, solltest du aufbrechen. Noch Fragen? Keine Nachricht von der Erde? Ist sie echt weg? 15 Jahre nach Beginn der Reise wurde es still. Das hatten wir erwartet. Seitdem gab es laut ECA keinerlei Kontakt. Scheiße. Ich bin in einem Slum aufgewachsen. Hab um Reste gekämpft. Und lange vor dem Ende hatte ich schon alle verloren. Vom Weltuntergang hatte ich keine Angst. Hätte eh nie gedacht, dass ich älter als 20 werde. Irgendwie gehöre ich zu denen, die es geschafft haben. Dabei weiß ich nicht mal, was ich hier eigentlich tun soll. Wenn's gut läuft, wirst du all das irgendwann zurücklassen müssen. Das ist ein neuer Anfang. Du könntest hier eine Familie gründen. Eine Hütte bauen. Alt und fett werden. Ach, nichts für mich, Cap. Mit Kugeln kann ich umgehen, mit Kindern nicht. Für so eine wie mich wird's hier keinen Bedarf geben. Vielleicht für dein früheres Ich. Aber du gehörst zu den Auserwählten. Du kannst die Zukunft gestalten. Wirf das nicht weg. Ja, und gehen wir zum Jakob, zum Schießstand. Okay. Ist auch nett, wa? Du musst bereit sein, falls wir von den Sonden hören. Alt und fett werden hier. Zu einer Frau. Das zu sagen. Gut, da müssen wir da hoch. Ja. Also laut Minimap müssten wir eigentlich hier rechts hoch. Macht der hier, die laden schon mal aus. Ah, jetzt fährt das Auto weg, gut. Was hast du denn, Boss? Ich kenne diesen Blick. Zeit, also, soweit ich verstanden habe, noch... Willst du zielen üben, Boss? Fangen wir an. Nach 15 Jahren Reise, wo wir mit dem Raumschiff losgeflogen sind, hat sich die Erde ja nicht mehr gemeldet. Bin gespannt, ob wir noch rausbekommen, ob es die Erde noch gibt oder ob das jetzt das Thema abgeschlossen ist mit der Erde. Ja, ein neues Spielzeug. Du darfst es zuerst ausprobieren, Boss. Die sind ja knapp 100 Jahre weiter im Grunde mit der Technik als die jetzt hier. Vielleicht kommen sie ja nach. Dann erreichen sie ja vielleicht dann. Ja, also 83 Jahre später. Die Menschheit wird sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt haben. Aber so wie es scheint, ist es ja nicht so gut da gelaufen. Probier mal die Handfeuerwaffe. Okay, Pistole. Versuchen wir mal. Okay, kannst mit der Angeberei aufhören. Ah, die Steuerung, muss ich sagen. Ja. Naja. Vielleicht ist es ja nur Gewöhnungssache. Schauen wir mal. Wow, die 80 Jahre haben deine Treffsicherheit verbessert. So ein Schießstab in die ganze Haut haben. Super cool. Besser als ein Cheater, ein Shooter zu spielen. Fühlt sich ziemlich gut an, wa? Feuer und Panzer mal gepasst. Ja, hab's noch drauf. Gut, abgeschlossen. Dann gehen wir wieder runter. Oh, Munition nachladen hier noch. Schierer. Meine Güte, einfach herrlich. Hättest du das doch sehen können, Dad. Hey, du bist Shira, richtig? Tut mir leid. Ist die Landschaft nicht unglaublich? Wunderschön. Tja, hätten wir bloß ein Internet, um's zu posten. Das ist rein wissenschaftlich. Übrigens, das Internet werden wir binnen 6 Monaten am Laufen haben. Wir haben das ganze Ding gebackupt. Ich verarsch dich, Shira. Wie sieht's mit der Sonde aus?
Der Scan läuft noch. Keine Ahnung, was ich sonst noch tun kann, aber... Wie können die Signale der Sonden einfach verschwinden? Ja, es hieß, es wäre eine Art Interferenz oder so. Vielleicht aus dem All, nicht von hier unten. Trotzdem, die ersten Messwerte waren wohl korrekt. Wir atmen. Ja, aber damit die ECA zulässt, dass noch eine 500.000 Menschen herkommen, müssen die Sonden bestätigen, dass wir sie versorgen können. Und falls das nicht klappt? Hat die ECA einen Plan B? Hast du auch Fragen, auf die ich Antworten habe? Ja, machen wir mal das erste. Soll das Ding scheint so die Story blinken? Zu sein, dann oben mit dem Stern und dem Kreis da. Das ist eine Sonde. Tanner, ich glaube, wir haben ein Signal. Ganz nah. Gute Arbeit, Outrider. Wir wollen ja hier weiterkommen und nicht nur in Dialogen festhängen. Kiste landen können. Verstanden. Hey, das ist ein historischer Moment. Wir sollten ihn dokumentieren. Alles für die Wissenschaft, ha? Schön, erstmal viel Familie im Album. Okay, ich muss da hinten lang. Mach mal den Baum weg hier. Mal zack. Da geht doch. Jetzt gucken sich den Baum an. Erstmal schön Bein rauf. Vorsicht, Bewegung auf. Und ich begebe mich in Gefahr. Sehr gut. Bleibt wachsam, Umgebung sicher. Erst Feuer, okay, wenn links wir 9 Uhr soll was sein. Wow. Oh. Ich sehe sowas wie hyänenartige Kuhviecher. Ja, ich sehe sie hier drüben auch. Eine ganze Herde. Sind wir sicher, dass alle Tiere in dieser Gegend Vegetarier sind? Oh, gibt der Bohnen richtig? Wir nennen sie Pflanzen. Schwer sieht nicht gleich aus. Ja, egal. Ganz schön hässlich, wenn ihr mich fragt. Nein, sie sind. Oh, guck mal, da oben, da ist einer Hohlrand. Der ist woanders hin als die anderen. Ja, die geben bestimmt saftige Steaks ab. Oh, denke ich ja gleich ans Essen, von wegen Saft jetzt Steak. Oh, sehr gut. Eins von diesen Kuhviechern sonnt sich direkt vor mir. Vielleicht kommst du nah genug ran, um meine DNA-Probe zu nehmen. Viel Spaß. Ich versuch's mal. Nur tot, oder? Wenn ich mich dem Ding da wollte man nicht ranschleichen. Oh, okay, ist weg. Nein, hab's verscheucht. Aber ich hab die Sonne. Sonne gefunden. Da braut sich ein Sturm zusammen. Okay, sammeln wir mal die Daten gleich ein. Sieht ja schön aus hier. Was ist das für ein fetter Baum hier vorne? Cap, hab die Sonde. Hat eine harte Landung hingelegt. Da hinten links ist auch noch so ein fetter Baum. Verstanden. Übermittler ist ans Hauptquartier. Gute Arbeit, Outrider. Warte. Tanner? Über Avatar. Ich empfange hier noch ein zweites Signal, aber irgendetwas ist seltsam. Seltsam? Die Tonhöhe steigt und fällt. Eigentlich sollte sie gleichmäßig sein. Outrider Alpha an Hauptquartier. Wartet noch mit dem grünen Licht. Wir müssen noch eine Sonde analysieren. Negativ Alpha, euer Job ist getan. Verdammt. Maxwell, hör mir zu. Wir können uns keine Fehler erlauben. Der Maxwell. Noch länger und wir verlieren das Orbitalfenster. Die Daten sind da, ich sag Bescheid. Ihr wollt weiter suchen? Gebt nicht mir die Schuld, wenn ihr Ärger bekommt. Ende. Na schön, Outriders. Zurück zum Konvoi. Hier zurück. Suchen wir diese verirrte Sonde. Dann gehen wir mal zurück. Okay, mit L3 sprinten. Oh, die zügigen Schritt hat sie. Hey, Cuthbert, gibt's was Neues? Von der Sonde kommt nur Rauschen, aber habt die Quelle verfolgt. Da. Habt ihr eure Gummistiefelchen? Jakob. Gleicher Scheiß, anderer Planet. Oh ja, klar. Hm?
Ja, bis jetzt ist noch nicht viel los. Haufen Dialog. Ich hoffe, wir können irgendwann mal ein paar Gegner abschießen. Geht ja mal Lust drauf. Du Scheißkarre! Scheißkarre. Die Elektronik stürzt ab. Die Trucks stehen still. Wir gehen zu Fuß. Du kümmerst dich um She-Ra. Verstanden? So, kleiner Nachtrag. Und zwar ist mir gerade das Spiel abgekackt. Hatte gerade einen CE-Fehler. Und wir würden hier erstmal beenden. Und dann hängt noch eine Folge hinten an. Dann geht das kleine angespielt zwar ein bisschen länger, aber dann haben wir wenigstens noch die Sinn. Ich wusste nicht, dass die Einführung und den ganzen Dialogen so lange dauert. Okay, danke fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Scheiße. Ciao. Bringt ihn zum Schiff, alarmiert die Sunnis. Was ist los? Zurück! Gott verdammt.